Okay. So, alle Sachen sind jetzt hier im Dingsbums drin. Okay. Passt doch. Jetzt können wir hier alles herstellen. Aber wir Alles, haben was wir wollen. kein Elementstaub, no. Brauchst du Elementstaub? Ja. Ruf mich an und dann geht sie nicht mehr ans Telefon. Wow. Liebes Menschen, als wenn die. Wir rufen einmal an, die Person geht nicht ans Telefon, wir schmeißen dann das Handy weg. Natürlich. So nicht anders. Lisa. Ich bring dir gleich etwas Elementstaub, keine Sorge. Ich habe gerade ein bisschen von einer Lampe abgeerntet. Ich war bereit. Nein. Ja. Wie kannst du nur? Was tust du? Es reicht aus. Wer hätte das gedacht? Muss ich es herstellen? Spielzeug. Ich muss nur gucken, ob es auch funktioniert. Okay. Null. Und. Stopp. So, jetzt Was ist ich mal aber. machen könnte. Brauchen wir überhaupt ein Gewächshaus? Für Element und so, ja. Ey, das ist schon ein bisschen knapp alles. Wo sind jetzt die Rüstungsteile? Weil ich will die ja auch mal herstellen. Kann man komplett hoch upgraden. Was sind denn die? Da. Schuhe, das. So. Was fehlt denn da jetzt? Die Hosen. Ne, die habe ich jetzt. Okay. Dann nicht die Hose, sondern die Brust. Da. Okay. Brauche jetzt wahrscheinlich Element. Weg 3, Petra wird kurz vor dem Ende eines Horrorspiels gejumpscared. Oh Gott. Was brauche ich denn alles dafür? Element, Kristall, Metallbahn. Element, Mist. Also, Kristall, Metallbahn. Kristall, Metallbahn. Ja, davon haben wir genug. Zu schwer dann. Halbieren, halbieren. So, noch Polymer und schwarze Perlen. Polymer. Oder Poly weniger. Alex, könntest du dein Agentarwissen bitte in meine Nähe bringen? Gleich. Danke. Was ist das gerade kaputt gegangen? Wieso? Was ist das gerade kaputt gegangen? Bei mir nicht. Hat die Bibi gerade irgendwas Glasmäßiges abgerissen? Na, wieso? Ja, weil ich dich gerade beobachte. Lol. Weg 4, Petras Minecraft spielt nach 2 Stunden auf Stunden voller Arbeit ab und nichts wurde gespeichert. Aber Minecraft speichert doch alle paar Sekunden. Schau mal hinter dich, Baby. Ich sehe die Drohne. Die habe ich gerade, die benutze ich Alex, gerade. jetzt mach hinter. Ich kann nicht laufen. Ja, fein. Ich hoffe, dein Agentar ist. Oder jemand, der mehr als 2600 tragen kann, halt eben. Bräuchte ich mal. Jemanden. Okay. Der ist ganz knapp vor mir. Ich komme aber nicht ran. Außerdem ist er sehr, 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 sehr komisch. Wie viel Gewicht kann denn Agatavis tragen? Ich habe gerade. Ich habe
Send to Destination, warum, wie kann ich das wegmachen? Musst du irgendwie zurück oder so, keine Ahnung. Mal Escape drücken oder so. Ne, funktioniert nicht. Oh, dann schmeiß ich ihn dahin. Dann flieg halt zurück. Nein, nein, ja doch. Komm nicht rauf. Komm nicht rauf. Was hebe ich denn gerade auf? Irgendein Holz, aber okay. Kommst du immer nicht rauf? Lässt sich nichts machen. Ich wiege noch zu viel, ist unglaublich. Irgendwie ist das gerade ein bisschen verbuggt. So, jetzt. Warum kann ich nur das Homing Pigeon von dem zugreifen? Du hättest E gedrückt halten müssen und dann zurück. Ich muss jetzt ein paar Sachen mal rein und raus. Ich will jetzt mal die Tech-Sachen upgraden und so. Wird zwar sehr teuer, aber wird schon schief gehen. So, Upgrade Station. Erstmal alles da rein. Das ist das ganze Element mitgenommen. Yep. Alle 5000, wow. 4100. Ah ja. Muss dann eine neue mit Inventar da machen. Oder ich mache eine irgendwann gleich. Nochmal. So. Ja, dann noch das Polymer. Und was hatte ich noch? So wieder zurückgelegt. Schwarzen Perlen, genau. Flump, flump, flump. Weg 4, Petras Haus wird von Dusty gesprengt. Ah. Eine Minigun. Hat der Minigun weggesprengt? Okay. Nein, falsche Richtung. Okay. Stimmt, ich kann es ja hier reinmachen. Hinlaufen. Kannst du bitte landen? Danke. Dann kann ich es wieder mitnehmen. Dankeschön. Und dann hier rauf. So. Wo habe ich gerade einen Mückenstich jetzt? Nee. Mein Arm juckt auf jeden Fall schon wieder. Mehr, Alter, oh Gott. Bitte was? Moment mal. Das ist mir jetzt sehr suspekt. Was? Gleich. Ich kann es gleich näher beschreiben, wenn ich es herausgefunden habe. Hast du gerade irgendwas dupliziert? Nein. Okay. Kann man die Tech-Sachen endlos upgraden? Möglich. Hast du ernsthaft jetzt alles für Tech-Sachen ausgegeben? Nein. Wie kommst du dann? Die haben eigentlich auch hellblaue Farbe, also nein, eigentlich nicht. Weil die bleiben grau, die haben kriegen nichts. Die kriegen aber eigentlich eine hellblaue Hintergrundfarbe, eine ganz leichte. Nein. Bei Tech-Sachen. Okay. Nur der ist auch der Name wird. Wenn man upgradet wird, das wird anders, aber so. Ja, genau, gut, dann meine ich den Namen. Brauchst du irgendwas? Ich hätte halt Mechs gebaut. Nein. Okay, gleich. Weil wir die so oder so brauchen werden. Wir brauchen sehr, sehr viel Metall und schwarze Perlen. Kriegen wir die. Wo kriegen wir überhaupt schwarze Perlen her? Warte mal. Auch nur aus den Dingsbumsen, ne? Ey. Gott, wir müssen echt. Ja, das mache ich aber nicht in der Folge, dann hat irgendwo der schon mal gezeigt, wie
So ein Drop, von daher. Das ist ja in Ordnung. Ja, bei den Drops, die können manchmal stundenlang gehen. Da kann man auch mal nicht während man streamt mal einen machen. Haben wir ja schon einmal gemacht, deswegen. Also ja, das war nee, jetzt auf eine Aufnahme dann. Die dauern so lange, das versteht man schon. Ich hab keinen Bock mehr zu bauen. Naja, können wir dazu mal gucken, ob wir irgendwo einen Drop finden. Ne? Ich dachte, wir wollten mal einen Boss machen. Wenn du das weißt, wo wieder und wie man da hinkommt. Ein Artefakt in der Wüste müssen wir finden. Dachte okay. Er mehr an den Waldtitan. Ja, okay. Dann müssen wir wir wollten doch sowieso mal da runter, oder? Ah. Wohin? Runter. Ja, wohin runter? Links oben in der Map geht's in den Untergrund runter. Was, links oben? Links oben in der Map, genau. Okay. Es gibt viele Stellen, wo es runtergeht. Ach, die Stelle, ja stimmt, da war ich ganz kurz einmal. Genau, und da findet man auch Gachas, heißen die. Die produzieren alle Ressourcen, die es gibt. Fast alle zumindest. Du musst dir nur irgendwas zum Fressen geben, die fressen alles. Und ja, sie produzieren auch Metall, also können sie theoretisch aus Stein Metall machen. Das wäre vorteilhaft, weil... Man muss halt lange neben dran AFK rumstehen und die immer schön brav aufsammeln, die Kristalle. Oh Gott. Ja, das ist der Negativpunkt an denen. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit unserer Drop-Rate eine Kiste dem da neben stellen, auch dass die dann automatisch aufgesammelt werden. Das kann man ja machen. Ich glaube, in dem werden auch die Sachen... Ne, egal. Alter. Muss ich jetzt mal aufs Testen. Was hast du jetzt gemacht? Was verbraucht ihr von eine Waffe gecraftet? Ein Maschinengewehr-Munition. Auf jeden Fall, wir brauchen sehr, 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 sehr viel mehr Metall. Und irgendwo muss es jedoch auch mehr Metall geben. Auch ein Schießpulver ohne Ende. Und nicht nur von den korrupted Dingern da. Oder mit dem. So, was sind die Tische? Ah, die Tische spawnen gar nicht mehr, ja, weil das. Ja. Ich könnte trotzdem. Ja, muss ich mal Lampen zerstören und so alles. Wir brauchen massiv mehr Metall. Massiv. Ah, irgendwann sind hier mal wieder so eine Verteidigungseinheiten hier unterwegs. Ich habe ja vorhin sehr oft zerstören lassen. Wilde Dinos. Von daher sind die alle gespawnt. Das ist so gut. Weil sonst hat man das Problem, dass irgendwie gefühlt gar keine mehr auf der Map waren. So, Dustin schreibt jetzt Weg 5. Petra wartet 10 Stunden in einer Warteschlange und wenn sie drankommt, schließt der Laden. Oder warum immer Petra wartet. Oh, sowas ist mies. Sowas ist echt mies. Die anderen beiden finden es anscheinend nicht mies, okay. Mein Mana pennt immer noch. Ah, zu schnell. Teilweise. Und die. Kriege ich halt nicht, die Lampe ist in Ordnung. Einfach mehr Metall. Und zwar ein paar tausend Metall brauchen wir. Hier riecht gerade wieder ein Räucherfisch, aber ich weiß nicht warum. Weißt du, was es heute zu essen gibt, ja? Was ist denn? Paella. Oh. Aber wann es Essen gibt, keine Ahnung. Wie immer. Zwischen dann und dann. Ja. Schaut so.
Hallo, Lampe? Vielen Dank, danke. Du stirbst. Irgendwie vermisse ich, wie heißen die noch gleich? Die Raptoren bloß in besser. Ach, die, Aberration. Nein, nein. Dinos? Genau, die Dinos. Ja, da kommen wir ja noch. Ich vermisse ich gerade voll. Warte doch immer. Einfach, wenn du dann ein Leitdi hast und eine kleinere Gruppe, dass du einfach die mit denen einfach im Chor rumschreist die ganze Zeit. Okay. Ja, aber wir sollen ja nicht spoilern. Weg damit, weg damit. Das kann weg, das kann nicht weg, das kann weg. Das kann weg, das. Das ist ja dann auch wieder eine Art von Spoilern. Das wird echt eine Herausforderung, die Viecher sich zu besorgen. Wieso? Ich hab die irgendwie Stimme in Erinnerung. Oh, nein. Die sind voll easy. Ich hab keine Ahnung, ich hab's noch nie gemacht. Lol. Und wenn Petra diese 1001 Wege geschafft hat, stellt sich heraus, dass sie jemand vertippt hat und eigentlich 2001 Wege meinte. Alles klar. Ah, ja. Sehe ich einen Mana rumspringen. So, Mana, vielleicht? Ja, okay. Da gibt mir doch diese ich sammle Altmetall und so, deswegen. Mhm. Oh. Dup, 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 dup. Hallo, ich müsste eigentlich in Reichweite sein. Lade mal ab. 5 Level gibt es noch mal extra. Hä? Oh Gott, ja, ist in Ordnung. Du. Aufheben. Das ist mir doch egal, was da rumliegt. Der eine blaue Rakete hat was getötet, okay. Gute blaue Rakete. Aua, runtergefallen. Mami. Wieso drücke ich mal Tab? What the fuck, was ist falsch bei mir? Ah, dahin. So, Start. Gab es eigentlich Momente in Videospielen, die euch sehr getriggert haben? Frag das dann. Inwiefern getriggert? Also in welche Richtung meinst du mit triggern? Die Reaper. Oh ja, ja, ja. Ja, definitiv die Reaper. Oh mein Gott. Generell ganz Aberration. Bei mir. Extinction an sich. Ich mag diese Karte überhaupt. Sie ist ein bisschen langweilig. Deswegen will ich ja eigentlich fertig werden mit der Karte. Eigentlich. Hm. Also ich find's jetzt nicht aber schlecht. Aber gefühlt kommen wir einfach nicht voran. Jetzt immer noch besser als... Also Extinction finde ich besser als Aberration, ganz ehrlich. Ne, finde ich nicht. Allein weil es hier keine Reaper gibt. Vom Aussehen und Spielen her ja. Nein, aber dafür, dadurch, dass halt Aberration so nervig ist und so schwierig, ist es auf jeden Fall besser von der Schwierigkeit. Bei Dustin ist es der dritte Boss in Luigi's Mansion 2. Habe ich nie gesehen. Ich habe mich auf Luigi's Mansion 2 gespielt und deswegen mit 3 mir Let's Play dazu angeschaut. Also ich kenne Let's Play von Luigi Mansion 3, ja. Und das war's auch schon wieder. Na, wollen wir denn jetzt noch einen Boss machen oder nicht? Oder? Ja, von mir aus. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen. Ja, einmal googeln.
Ja, dann. Also, wir wollen den Waldtitan, habt ihr gesagt. Ja. Ja, dann Alex darf diesmal googeln. Ich google sowieso immer. Ne, gar nicht. Ich bin's gewohnt zu googeln. Du bist gewohnt, leise zu sprechen. Ja, das auch. So. Das ist ein Meistergeist in einer riesigen Kuckucksuhr. Wir brauchen 100 korrumpierte Herzen, 10 Sauropodenwirbel, 10 Tyrannosaurierarme und ein Artefakt des Wachsens. Für Gamma. Nee, für den normalen Forest-Titan. Es gibt nur eine Version bei den Titanen. Oh. 10 Sauropodenwirbel. Gute Frage. Nur der King-Titan hat 3 verschiedene Versionen. Die Titanen können einfach nur in dieser einen Version gespawnt werden. Ist die Frage, wie viele Sauropodenwirbel wir haben, ne? Naja, töten wir ein paar Brontos, das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben 11. Gut. Ja. Das Problem ist das Artefakt. Ich habe keine Ahnung, wo das Artefakt zu finden ist. Ja, dann müsst du doch mit dabei stehen. Mal schauen, wenn ich drauf klicke. Geht nicht, ist kein Dingens dabei. Und pro Ziffer der Uhr kommen verschiedene Geistergegner. Aha. Ja, warum nicht? Oh, der Boss. Rausschmeißen. Wieso schmeiße ich das raus? Doof. Alles darüber transportiert werden. Gleich. Ja, fast alles. Also mache ich alles. Okay, gut. Das Ding hat ja genug Platz. Ja, da müssen wir Untergrund. Ich bin mal ganz kurz zum AFK. Okay. Deswegen dachte ich immer, dass die ganzen Artefakte auf derselben Stelle in dieser komischen Höhle sind. Es ist nicht so, es ist einfach nur Untergrundhöhlen, die genau unter diesem korrupten Gebiet dann sind. Ah.